Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo, und wir sind zurück in unserem Pathfinder Kingmaker Stück. Wir sind jetzt gerade in dem Minigame, wo wir unser Land kontrollieren. Offensichtlich gibt es da schon die Outskirts, die können wir auch zu unserem Land dazu kriegen, aber zuerst müssen wir mal Advisor suchen. Ganz schön viele Leute. Haben wir für jeden Dings auch einen Advisor? Was ist das? Warte mal, wo ist denn die Tante? Da ist sie. Was kann die machen? Das da. Schauen wir mal, ob die besser ist als der Levita. Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Sie hat nur plus 4. Aber Tristan hat plus 5. Das Counselor. Was ist das? Regent. Oh, die kann gar nicht als Regent arbeiten. Der Levita war unser Regent, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, Letter of the Law, das klingt gut. Valerie klingt gut als Regent. Können wir den Tristan noch woanders einsetzen? Wo ist denn der Tristan da? Den wir auch nur da einsetzen. Na dann. Setzen wir den Tristan hier ein, der hat immerhin plus 5 und damit ist er besser. Als Counselor. So. Da können wir die zwei nehmen und dann nehmen wir natürlich den Rhaegongar, weil der irgendwie besser ist als General. Da haben wir keine Candidates, ist eh klar, als Treasurer, aber da finden wir wahrscheinlich bald einen. Und High Priest. Ah, interessant. Jod können wir auch als High Priest einsetzen und den Harim. Ja, Harim klingt besser einfach. Okay. So, was haben wir da? Wir haben Community 10, Loyalty 15, 6, 6, 0, 5, 3, 6, 0, 0. Okay. Wir machen jede Woche 32 Build Points. Wir kriegen plus 30 von Bravoy. Plus 5 kriegen wir durch unsere Stats. Und 450 haben wir schon. Und wir haben schon Crisis Points, sehe ich gerade. Das ist mit irgendeinem Update gekommen, offensichtlich. Wir haben ein Village, keine Towns. Okay, passt. So, wir haben Regions. Wir können uns diese Region da oben unterm Nagel reißen, die Outskirts. Und könnten dafür einen von diesen beiden dafür verwenden. Das kostet 150 Building Points und 14 Tage. Okay. Wir schauen uns zuerst die Projekte an, weil das sind die, die urgent sind normalerweise. Trade Agreement with Surtura. Das kostet uns 1500 Building Points. No sales. We'll receive the right to establish a sizable trading post in the heart of New Stedven. Each city in the barony gains an extra plus 5 building point per day, per week. Okay. Was haben wir da noch? Ivanski's offer. Ivanski Keek, High Priest of Erastil from Restov, has a strong interest in spreading the Stag Lord's faith across the region. He is eager to build a shrine dedicated to Erastil on your lands, but at his own expense. Accept his offer if you wish to gain a useful ally. Kann man den Harim machen lassen. Okay. Das dauert nur 7 Tage.
pillage the temple of the elk, plunder the temple of the elk, and rob it of all remaining treasures. Achso, das sind nur Projects, Events haben wir noch gar keine. Deswegen kostet das alles Geld. Und rebuild the temple. The temple to its former glory, making it the center for Erastil's worship in all the surrounding areas. Unlocks a special region upgrade. Prevents pillaging the temple. Kostet 100 base building points. Während das bringt wie viel? Bringt 150 Building Points. Und das ist der Derek Nettle. Können wir ihn dazu einstellen? Gute Frage. Wir sollten zumindest mal die Outskirts uns holen, da werden wir sie nehmen. Weil sie hatte oben genau gar nichts zum tun. Das kostet einmal den... Ah, nein! Ach, das war ein Fehler. Ich bin so ein Idiot. Da war ich nämlich auch drauf, deswegen. Ach. Besonders klug, naja gut. Hey, aber wir haben unser Land vergrößert. Schau dir was an. Ja. So, Troubled Lands is an opportunity. This area of the barony is said to be breeding ground for bandits, brawlers and cutthroats. Perhaps one of your advisors should set aside these rumors and assure the people that the guard is able to protect them. Harim has a request to the throne room. Na dann sprechen wir mal mit dem guten Harim. Das ist nicht Harim. Greetings, Baroness. I'm sorry to take you away from your other affairs, but your people need you. Tun sie das? When the stolen lands were freed from the Stag Lord, the people sighed in relief, but many are still confused by their swift change of fortune. Truth be told, they simply don't know what to think of their new baroness, nor what to expect of you. Will you be a fair ruler for all, or only for those of wealth and status? Natürlich für das Zweite. Let us reassure your people, show them where your favor truly rests. Perhaps a small celebration would help to win them over, of course. You could spend the same amount on luxurious dinner for the wealthiest of your barony, but I recommend organizing a fair for the common people, the ones upon whose shoulders your power truly resides. Choice effects. We shall hold a fair for the common people. I want them to know that I hold them closest to my heart. Blech. We'll hold a luxurious dinner party for the merchants. The support of our wealthiest citizens is essential. I don't care to arrange anything. We can do without festivities and feasts. Tja, der billigste Weg wäre natürlich, ihn entscheiden zu lassen, aber dann würde man das erste nehmen und in Wirklichkeit wollen wir das nicht machen. Oder? Nein, ich glaube nicht. Nicht als Lawful Evil. Diese Leute sind nur dazu da, um mit uns zu arbeiten. Economy plus 2, Relations plus 2, na supi. Support the counselor's endeavors. Aber wir können ihn besser machen. Mhm.
Ah, da ist Herrin. I heard, not that is important, but well, I heard that an ancient trade road built by the dwarves of the Five Kings Mountains runs through these lands. I don't know what happens to them or where they went. Unforgiving time spares no one. But the road itself is still here, and possibly not only the road. Well, Mufasa, I have a request. If you find any dwarven ruins in the area, I'd like to see them with my own eyes. Why do you ask this? I shouldn't, probably, but it's like a wound that's never healed. You know, it will only hurt more, but you still need to scratch it. Of course, it's foolish, foolish and vain, but still, I wish to look at them. Ja, er hat's irgendwie mit Zwergen. Die mag er irgendwie nicht. Of course, Harem. If I find any dwarven ruins, I'll take you to them. Thank you, Mufasa. I, well, thank you. Ja, das war's. Mehr nicht. Ah, noch was. Kevin, your grace. I was at Onyx Trading Post recently, and I noticed old Bokken just standing there, bored to death with nothing to do. This is most unfortunate. After all, the old grumbler is a very knowledgeable alchemist. However, he has no use for his skills, since the locals need nothing more than the simplest of healing potions. And then it struck me, why don't you hire him as your court alchemist? His decoctions and tinctures would certainly prove most useful to you. Also, it might be cheaper than simply buying from him or some other merchant. Yep, das klingt gut. Aber dann müssen wir, glaube ich, zu ihm. War's das? Yep. Na gut, dann schauen wir noch mal da rein. Haben wir. Gut, Troubled Lands ist eine Opportunity. Wir brauchen dafür DC-12 und wir können einen von denen einsetzen. Setzen wir den Regongar ein. Mit plus 7 brauchen wir nur noch einen 5er. Plus 3 to Military on Success of Triumph or Triumph. Was, wenn ich dich einsetze? Kriegen wir Loyalty? Was brauchen wir mehr? Oh, Military. Gut, der arbeitet eh von alleine. So, Projects, was haben wir da? Support the Counselor's Endeavors. Ah, okay, ja. Machen wir ein Rebuild the Temple. Machen wir ein Rebuild, ich glaube, das ist besser. Harim, kümmere dich drum. Das kostet 100, unser Geld ist fast weg. Was ist das? Ja, noch ein Tempel. Okay. Machen wir nicht gleich. Das ist auch eher. Na super. Fing ich schon mal gut an. Only one settlement can be found in this region. Ja, dann machen wir halt ein Settlement. Ah, wir müssen da noch was anklicken. Und zwar würde ich fast sagen, machen wir das Settlement in der Nähe zur Grenze zu uns, damit wir nicht so weit rennen müssen. Daher, daher, wie nennen wir das? Nicht Trade Guard, sondern wir nennen es
Puh. Someplace. Es kostet uns 50 Building Points, na gut, soll sein. So, jetzt haben wir Someplace. Und wir können in. Wir können in Someplace jetzt Sachen reinbauen. Kosten uns alle Geld. Longhouse zum Beispiel, aber ich bin dafür, dass wir zuerst in unserer Hauptstadt Sachen reinbauen. Den Tempel kriegen wir gratis mit dem Projekt. Oder ein Shrine, so. Shrine. So, was wir wollen, ist ein Longhouse. Das ist nämlich quasi das Zentrum. Das bringt uns plus 1, plus 1, plus 1. Can be upgraded to Town Hall. Effects, Artisan Shop, Artisan Studio. Ja, okay, das müssen wir wohl. Oder übel in die Mitte setzen. So, Shrine. It provides additional stats plus 1. Mhm. Okay, neben dem Longhouse bringt es plus 1 Loyalty. Gut, Herbalist House. Wobei, beim Bocken kriegen wir dann eh eines. Was kann der Shrine noch? Mit wem ist der noch gut? Alchemist Laboratory, Herbalist House, Magic Shop. Und cool. Oh, ein Shop vielleicht. General Store plus 1 to Economy and adjacent to a Tavern. Mhm. Das heißt, eine Taverne wäre vielleicht nicht schlecht. Local Rumors plus 1 to Relation when adjacent to a Longhouse. Okay. Das können wir daher bauen und das den Shop setzen wir hierher. Okay, passt. Jetzt haben wir noch 124 Building Points übrig. Was machen wir mit denen? Ich würde mal sagen, fast jetzt mal nichts. Das könnte man natürlich machen. Das kostet mich nochmal 14 Tage, weil wir sollten langsam aus der Stadt rausgehen, oder? Wir können nicht nur da drinnen rumsitzen. Obwohl, könnten wir natürlich schon. Ich nehme noch eines. So. Wir werden sowieso noch nicht rausgehen, weil wir werden jetzt noch mit dem Elfen reden. Wir haben da hinten außerdem eine Kiste, mit der wir alle möglichen Sachen machen können. Und wir sind gestiegen. Ich glaube, das steigen wir aber auf Dings. So, da haben wir einen Typen, den Storyteller. Alter blinder Elf. Ja. Boah. Schön schmeckt er. Wer bist du? Collect of Stories.
Okay, er sucht Ancient Legend. Man sollte nicht essen und spielen gleichzeitig. Und jetzt trinke ich auch noch gleichzeitig. Auf jeden Fall kann ich nicht vorlesen. Ihr müsst auf Stop drücken, wenn ihr was lesen wollt. Okay, immer wenn wir was Cooles finden, können wir zu ihm kommen. Und können es ihm zeigen. Okay. Die ausländische Freund hat uns abgekauft. A dread mark, is it not? Okay. Okay, die Warrior Dog Tags sind sich auch. Der Fitz, here before you, I sense you would be interested to hear their story. Echt 5? Wo findet man die anderen? May I, the storyteller gently touches the items from your pack. This scorched piece of metal is part of a curious artifact known as the Necklace of Double Crosses. Inside it, I sense a story of many deeds. Not heroic, but low and malficent. Okay. Be able to interpret the blah 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 blah. Okay, wir können jetzt Magier einstellen. So, machen wir mal das. Okay, davon brauchen wir 7. Wir haben 5, ist eh klar. Davon brauchen wir 5. 1, 2, 3.
4. Na super, davon haben wir 4. Aber hier steht dabei, wo wir es her haben. In der Old Sycamore Caves. Old Sycamore Deaths. Old Sycamore und Old Sycamore Deaths. Wahrscheinlich finden wir alle 5 dort. Die haben wir. Es ist deswegen wichtig, weil man kann im Internet nachschauen, wo man die restlichen findet. Old Sycamore. Old Sycamore. Thornfoot. Old Sycamore und Ancient Tomb. Okay. Was ist das? Stacklords Broken Charm, das kann man wahrscheinlich verkaufen. Und Kobolds Relics wahrscheinlich auch. Okay. An dieser Stelle, meine lieben Herrschaften, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft und träumt was Schönes. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche in meinem Stream. Vielleicht dann aber sogar pünktlich. Und wenn nicht, dann halt nicht. Bis dann. Tschüss euch.